So, jetzt habe ich noch einen kleinen Abstecher zu meinem kleinen süßen Zwerghamster gemacht. Hallo Nienchen. Hi. Ja, ihr kriegt jetzt mal ein bisschen von dem Bunnyfutter. Mal gucken. Oh, habt ihr da geschafft, mein lieber Freund. Kloecke eingeweiht. Na, und natürlich. Ich habe denn übrigens dieses Luferteilchen noch mal heute reingeschmissen. So, mal gucken. Ja, und den Ball habt ihr da reingelegt. Klasse. Ihr seid ja super. Hey, guck mal, das Nienchen ist so ganz neugierig. Ja, guck mal, was ist denn da drin? Hey, hallo. Hier, schau mal. Kannst du nicht warten? Das war die, wo am Anfang schüchterner war als der Kali. Ja, guck mal, jetzt ist es gerade andersrum. Guckt euch das an. Ja, kannst du nicht warten? Kürzlich was geklaut. Glaube ich, krass, was ist nicht. Die esse halt unheimlich gern. Die, diese ganz feine Haferflocke. Ja, guckt euch das Nähnchen an. Das ist eine. Ja, guck mal. Aha, du musst dich jetzt durchsetzen. Und jetzt geht's los. Fein. Ganz toll. Ja, guck mal. Und, ja. Das sieht man mal. Wie die doch, jetzt mutiger geworden ist. Sag mal, wo ich heute Mittag auch ausgefegt wieder habe und alles. Ich habe dann ja hinten jetzt hier wieder Stroh reingemacht. Das ist Wahnsinn, wie die doch dann um mich rumkopst ist und voll neugierig. Und, oh, was hast du da und was machst du da? Und als ich dann dir diese Kiste darüber gestellt hatte, übrigens habe ich da ein bisschen Chipsy super reingemacht, noch ein bisschen vermischt heute Mittag. Floppy, hör doch jetzt mal auf. Und dann habe ich hier die Kiste hingestellt. Dann sind die gekommen. Oh, was ist denn das? Was machst du da und stellst dir das um, ne? Guckt euch das an. Gefegt heute Mittag. Jetzt guck an, wie es jetzt aussieht. Unfassbar. Und den Tunnel wieder rein und alles. Und habe jetzt alles wieder schön sauber gemacht. Ja, guckt euch an, wie die da drüber hergehen. Als wenn sie so nichts hätte, den ganzen Tag. Ja, alles gut, sind nur die Hunde. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Bella, Floppy. Alles gut, Kali. Nienchen, alles gut. Ich nur der Floppy. Genau. Ich kann nicht Sorge haben. Da kommt keiner drüber. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Als wenn es kein Morde gäbe. Hammer. Hey. Hi, Schatz. Am Freitag seid ihr fällig. Gibt es ein Spritzchen? Ja, meine Mieterin oben drüber. Die spinnt wieder hier. Naja. Deshalb dreiviertel Jahr kriegen wir es auch noch hin, bis wir umziehen. Gell? Dann kriegt ihr ein ganz tolles Gehege. Genau. Wir sind so herzlich, die zwei. So, guten Abend, liebe Leute. Wir haben jetzt Mittwochabend. Der Bub sitzt im Laufrad und ist bestimmt jetzt schon gerade gelaufen. Aber ich bin gerade vom Essen heimgekommen und habe ihn jetzt erst entdeckt und jetzt denkt er nicht mehr dran zu laufen. Hi, Schatzi. Friedelin, Baby. Ich mache dir jetzt erstmal alles sauber. Da guck mal, Sandball hat er benutzt. Und ich glaube sogar, dass er da ein bisschen genascht hat. Ich glaube, das hier. Weiß nicht, ob er das schon angemerkt hat. Da liegt noch ein bisschen Futter. Das hat er natürlich angemerkt. Das ist ja klar. Die Kaffeeschote ist noch so, wie sie war. Ich glaube, die Wippe hat er benutzt. Hi, du süßer Bub, du. Sag mal Hallo zu meinen lieben Leuten da draußen. Sagt mal Hallo, ihr seid so lieb zu meinem Frauchen. Oh, hi. Ja, was? Lauf mal ein bisschen. Komm, zeig das mal. Ich habe dich noch nie laufen sehen im Laufrad, mit dem schönen großen Laufrad. Du kleiner Wusel, du. Ich werde dich hier gar mal durchkämmen, aber du bist leider noch nicht zahm. Stinger. Sag Hallo. Sag Hallo. Oh, was ist? Oh, was ist los? Hm? Oder bist du gerade erst aufgewacht? Du siehst nur so verstrupft aus.
Muss mal zum Friseur. Floppy, könntest du mal aufhören? Übrigens habe ich mit einer Freundin telefoniert, die mit Hunden gut klarkommt, beziehungsweise Ahnung hat von Hunden. Die hat gesagt, das ist wahrscheinlich, weil der Floppy jetzt schon eine Weile bei mir ist. Letztes Video hatte ich das ja im Intro erzählt, also vorm Intro, dass ich, Moment. So, dass ich, dass er ja auf die Bella los ist, etc. Ich sehe gerade, was ist denn das? Hat der das Laufrad verbissen? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Hier schon, müssen wir mal da gucken. Tatsächlich, das ist korrekt. Der hat das Laufrad verbissen. Da ist irgendwo was kaputt jetzt. Ah, das kann nicht wahr sein. Guckt euch das an, die Sauerei. Ridolin, du wirst wieder zurückgebracht, da wo du herkommst. Du bist ja unmöglich. Du bist ja hier voller Zerstörungs, Rambo. Ich nenne dich Rambo, nicht Ridolin. Ich glaube, Rambo wird jetzt besser passen. Hallo? Hey, du bist ein Stinger, weißt du das? Du bist der absolute Oberstinger. Ja, also wie gesagt, für meine Hunde, sie meint halt, dass die Rangordnung jetzt neu geklärt wird. Könnte hinkommen. Hört sich sinnvoll an, weil er ist eine Weile hier. Er ist fast so groß wie sie. Also das ist schon, ja. Ich glaube, der läuft gar nicht. Dem Laufrad, der macht das nur kaputt. Du hast ja wohl echt der absolute Oberknall. Zwischen du für eine Pfeife, du. Hey, du kleines Tierchen. Ja, lauf mal ein bisschen, komm. Lauf mal ein bisschen, komm. Weißt du, das ist kaputt. Ich glaub's nicht. Aber lieber macht er was Quai kaputt, als dass er sich durch den Käfig frisst und abhaut, wäre der Oberknaller. Ja, hallo. Ja, ja. Du. Kleines Mille. Was machst du für Sache? Also ich denke mal, das mit den Hunden, das hat schon Sinn. Da guckt ihr das an. Jetzt guckt ihr das an. Jetzt guckt euch das an. Jetzt kriege ich die Krise. Oh nee. Alter, ist zu fassen. Macht ihr mir das Ding kaputt? Ich glaube es nicht. Ist schon mal drunter noch irgendwo. Nee, ist nur hier. Oh nee. Kerle. Nicht zu fassen. Naja. Also jedenfalls, ich richte ihm jetzt das Futter. Ich dachte, der schläft noch. Wo ich heute Mittag losgefahren bin, heute Nachmittag, habe ich gedacht, oh, ich richte ihm das Futter nachher, wenn ich komme. Gut, er hatte jetzt hier frisches Wasser halt jetzt noch und ja. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so früh wach ist. Weil wir haben jetzt, glaube ich, gerade, also wo ich jetzt her bin, ja, kurz nach 8, wo ich jetzt hier reinkomme bin, nach Hause. Naja. Okay. Das war das Resümee. Spitzname Rambo. Das hast du jetzt weg, du. Rambo in Action. Kinders, ich sag's euch. Also, das war's von mir. Macht gut, eure Samik. Gut, jetzt erstmal verbauen hier.